Bitte? Es gibt jetzt das geleakte Zeugnis von dir. Ich weiß nicht, ja, das ist, glaube ich, auch Sonderschule oder so. Ist das eigentlich echt oder ist das gefaked? Keine Ahnung, aber ich bezweifle, dass die meine Zeugnisse haben, weil die habe ich ja alle hier. Ja, nee, ich habe das bloß neulich auf Twitter gesehen. So, da ist irgendwie in Sport hast da ein Sechser. Haben sie Das war dann vermutlich schon. einfach reingeschrieben, weil sie davon ausgehen, dass ich in der Schule auch so war, wie ich jetzt bin. Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil es sieht nicht so legit aus, aber keine Ahnung. Rainer, hat der Xor sich jemals wieder gemeldet, irgendwie ihn nackt gemacht haben, oder ist er komplett raus? Wer? Rainer weiß, wen ich meine. Keine Ahnung, du meinst. Xor. X0R. Wer soll es gewesen sein? Da war mal hier Hartmann auf deinem Teamspeak, gemeinsam mit Hawkeye. Es waren schon so viele Leute auf meinem Meinst Teamspeak. du wie Demon, oder? Nein, nee, Xor war wirklich eine andere Person mit einer Glatze. Der hat dich Echt? schon Keine mal Ahnung. besucht, Rainer. Meinst du? Ja, mit Hawkeye zusammen. Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Okay. Hab schon genug Menschen in meinem Leben getroffen, weiß nicht, wen du meinst. Jetzt fangen alle an. Ja. Ich hab schon seit ungefähr einer Woche, meine Bronchien sind seit einer Woche zu, ich weiß nicht, was das ist, ey. Ach ja, Rainer, was ich fragen wollte, ist, du hast ja wieder im Radeln angefangen, Genau, wie ne? eben schon mal gesprochen. Achso, ja, da war ich nicht da, aber ich wollte fragen, ist diesmal mit oder ohne Widerstand? War schon immer Was? mit Widerstand. Widerstand. Wie viele Kilometer waren das? Keine Ahnung. Nun, ne? Puh, ich glaube, das ist nicht auf Kilometer genau gewesen, sondern nur auf die Zeit. Aber normalerweise müsste doch drauf stehen, wie viele Kilometer man jetzt geradelt ist und das. Weiß ich nicht. Ich Ja, weiß und dat nur, und die ich habe und nur du. ein Programm drinnen und das habe ich am Laufen gehabt. Programm 1 hast du gesagt, ne? Ungefähr. Ich glaube, das ist die leichteste Stufe. Würde ich tatsächlich nicht nochmal sagen. Die Leichteste ganzen. Stufe ist wahrscheinlich Leerlauf. Nein, es gibt in dem Sinne keinen Leerlauf. Nee, musst du mal anschauen. Ich habe es ja im Video gezeigt, am Ende vom Radlzeug habe ich ja das gezeigt, wie die ganzen Programme aufgebaut sind. Es gibt verschiedene Programmstufen. Die sind ja alle aufgeführt mit diesen Strichen. Und jedes Programm hat halt eine andere Schwierigkeit und hat halt eine andere. Es sind halt auch jedes Buch davon, jedes Buch, Quatsch. Jede Stufe von dem Radlding macht ja ein anderes System mit. Ich habe, Kölsch, was sagst du dazu? Ich habe eben zum Rainer gesagt, dass ich es gut finde, dass er die Radl-Videos macht, aber dass ich nicht glaube, dass er es durchziehen wird. Stehst du dazu? Naja, ich will lieber viel drauf in der Metal sehen. Das Ja, sage ich dazu. habe ich auch gesagt. Schanzen-WG. Das ist Kult. Einzige Format, was ich mir jemals von Rainer wirklich geben konnte. Ansonsten musste ich immer wieder pausieren und 5 Minuten Pause nehmen. Jetzt gibt's erst einmal, bevor das Format rauskommt, werde ich erst einmal an dem Song fertig arbeiten. Ah, du willst jetzt ein Lied machen, habe ich gehört, stimmt. Ah, was heißt machen? Ist ja eigentlich schon fertig. Magst du mal Mittlerweile. kurz Ein paar zeigen? Feinarbeiten gibt es noch, da muss ich mich morgen mal dran setzen. Kannst du mal das, du hast das eben ja schon den Refrain vorgespielt. Das einmal zeigen nochmal. Für die Leute, die nicht dabei waren. Kurze Frage, spielt jemand von euch Monster Hunter World? Ja. Ja, vom Legianer kann man auch einen Schwanz abschneiden, oder? Weiß Kann ich mal Soundboard ausmachen? Kein Soundboard, das war der Song. War das dann geil? War jetzt nur ein Teil der Hook. Ich zeige immer nur das gleiche Teil, weil es letzten Endes ja Wird's auch geleakt? War der Autotune-Pegel das auf Maximum? war der Ding nicht geleakt werden soll, der Song, bevor er veröffentlicht wurde. Rainer, war der Autotune-Regler auf Maximum oder? Also es geht schon um Scheinrändern hochladen. Ja, ist die Hook halt, ne? Man soll ja über was ein Lied schreiben, was man kennt, ne? Emskirchen ist die Gang und das. Wenn ich Ja, jetzt aber. für die Gang, wenn Für ich die jetzt rausgehe und Gang. pellen gehe, würde es dann immer noch, muss ich jetzt Drogo fragen, würde es dann immer noch als, wie heißt es, aufgeben bewertet? Weiß nicht, also zurzeit läuft ja alles gut.
Würde Daher jetzt machst halt, du. ich würde jetzt halt dann doch langsam Aber pennen ich will, gehen ich will, eigentlich. aber Ey, ich Rainer, du hast würde doch vorhin gerne gesagt, du nochmal mit machst dir sprechen, durch. Rainer. Das habe ich dir schon gesagt. Bitte, In was so einer, würdest du? Woche würde ich gerne nochmal mit dir sprechen. Ja, mal gucken, ne? Findest du Wie es gesagt, lustig, runter Rainer? komme ich Ich auf jeden glaube, Fall. ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, aber es Runter wäre. komme ich auf jeden Fall. Ob wir es hinkriegen oder nicht, weiß ich auch nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Situationen laufen. Manchmal komme ich runter und bin nach 5 Minuten schon wieder weg. Und manchmal komme ich runter und bin nach 3 Stunden noch nicht weg, wie man jetzt sieht. Ach, wenn du mich siehst, dann bleibst du schon ein bisschen länger, gibst du. Meinst du? Ja, Glaube natürlich. ich Süß. noch nicht. Ach, Rainer, ich bitte dich. Ey, da habe Du ich bist jetzt jetzt noch eine 5 Minuten, Frage. du Ich bist glaube. jetzt 5 Minuten da und ich habe schon das Bedürfnis, aus dem Fenster zu springen. Ach, Nicht Rainer, böse gemeint. das ist gemein. Das ist gemein, Rainer, das weißt du Entschuldige, selber, ne? war doch nicht böse gemeint. Ja, gleich gibt's Also. wieder Hate-Kommentare, ich sag's dir. Oh, da habe ich Pass aber Angst. auf. Da habe ich aber Angst, weil es ist jetzt sowas Neues. Da habe ich jetzt noch schnell eine Frage, bevor du gehst. Machst du eigentlich diese ganzen selbstironischen Sachen, um deine Selbstironie zu beweisen, oder was machst du so alles, den Song und so und tanzen WG? Na, den Song wollte ich ja eigentlich ursprünglich schon wegen der Roast Yourself machen. Da hat zwar jetzt in dem Sinne nichts mit der Roast Yourself, die ursprünglich geplant war, zu tun. Aber er wird sowieso in Klammern Roast Yourself heißen, weil er halt im Prinzip letzten Endes trotzdem auch in die Richtung angelehnt ist. Hast du den eigentlich selber gemacht oder hat dir der Maxim Neuss dabei geholfen? Weiß ich, habe mit Max und Neuss überhaupt nichts zu tun. Abgesehen von dem Abo, wo er mal auf Juno rausgehauen hat und dass ich ab und zu mal in seinem Stream vorbeigucke. Ich Hat er dachte, mit ich hab null gedacht, zu ihr habt tun. Beef. Ich hab gedacht, ihr habt Beef wegen dem Juno-Song, wo du Ach Gott, mich. das ist doch schon 2 Jahre her. Aber Rainer, das ist meine Beef, Frage nicht Beef, wer beantwortet. redet denn hier von Fleisch? Na, wie lange, ganz kurz mal, wie Beefy. lange bleibt ihr nicht alle noch so wach? Also ich gehe jetzt wahrscheinlich pennen. Ich wollte zwar eigentlich eventuell Ich dachte, du durchmachen. wolltest durchmachen. Ja, hatte ich vor, Daher, du musst noch ein paar Fragen beantworten. Ich wollte aber ich bin fragen, bei jetzt dem viel mehr Song. müde als erwartet, weil normalerweise gehe ich momentan immer so 5 oder 6 pennen. Okay, also war Ja, es ich gelogen. auch. Aber wenn ich jetzt so Ja. früher müde bin, dann gehe ich immer früher pennen. Wobei ich vermutlich, Moment, wie weit bin ich mit der Folge? Netflix. Serie? Wer ist Serie? Ich denke, ich schaue die Folge erstmal fertig. Wer ist Ja, Serie? los, Guckst du? die dauert noch 18 Minuten. Ich denke, die schaue ich fertig. Ja, aber Rainer, bei deinem Dragon Song ist hast du. Aufstieg von Ber auf zu neuen Ufern, weil da kommt jetzt Also. die neue Staffel raus. Ja, aber Deswegen schalte Rainer, ich das momentan nochmal an. ich sag dir ganz ehrlich, dass wir ein gutes Gespräch hatten und so, und mir ist das. Also mir ist das eigentlich relativ jetzt egal. Ich habe meine Meinung nicht dazu gesagt, aber vielleicht ziehst du was ja aus unserem Gespräch raus, vor allem Dingen mit den Durchziehen. Du kannst ja mal Kölsch fragen, wie gesagt, man kann mit mir durchaus offen und ehrlich sprechen, vor Ja, allem mittlerweile. ich Und hatte im ihm La. gesagt, ich hasse ihn und so, und dann wurde ich nicht gebannt auf dem Exodus TeamSpeak. Obwohl ich ihm gesagt habe, ich hasse ihn. Und Ja, das. und generell, es wird ja momentan, ich gehe ja momentan mit dem ganzen Thema sowieso anders um und ich Aber mache mittlerweile mein Zeug anders. nichtsdestotrotz hast du meinen Namen mehrmals hier auf dem TeamSpeak bannen lassen. Nö, habe ich Ja, selber gemacht. das kann man ja auch gar nicht verstehen. Ne? Kann ich nicht verstehen. Wir Aber hatten Rainer, hast du auch, was dann. zur Hölle, Baumi, wo kommst denn du, du Ziegel, oder was? Ja. Guten Abend. Aber Rainer, hast du bei dem Song den Autotune-Effekt auf Maximum gestellt jetzt oder nicht? Dazu gebe ich keinen Kommentar ab. Weil Ja, das kleine Education Auto-Tune ist ist die eigentlich Gang ganz und cool. das. Bleibt was dein Geheimnis? So, fürs Gang, Erste. für die Gang. Ja, für die Zu dem Gang, Song für die Gang. gibt es erst Infos, wenn der Song wirklich rauskommt. Sollte Lange er wirklich dauert das ungefähr rauskommen. noch? Ich weiß nicht, ob er überhaupt rauskommt. Im Moment Kann man arbeiten den wir bei ja iTunes erstmal kaufen oder dran. so? Erstmal Master, arbeiten wir dran. hast du gesagt, doch wir. Hast du doch nicht alleine gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass er rauskommt. Ich sagte, ich arbeite dran. Das ist der Nee, 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 Unterschied. nee, 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 Das ist der der hat Unterschied, gesagt. den ihr endlich mal lernen solltet. Ich habe nichts angekündigt. Ich sagte ja, dass ich dran arbeite. Und das ist ein Fakt. Nee, wir Okay. hast du gerade gesagt. Was? Du hast Müsst ihr gerade wir wir gesagt. arbeiten Kommt der dran? for free raus oder kann man den kaufen? Mal schauen. Wie ich schon sagte, bin eben Ja, aufgewacht. okay, anderes Ungefähr Thema. seit. Kaufen, Rainer. Da ich hätte noch eine Ja, Frage zu dem wie Radl-Video. gesagt, zu dem Film gibt's dann, zu dem Song gibt es dann noch genug Infos, wenn er wirklich rauskommt. Rainer, kannst du mal ein Dark So eine Souls Runde Let's zu Play tun, bitte oder? machen? Ja, das hätte ich Nein. auch mal gern. Das Ey, wäre warum auch eigentlich geil. nicht? Weil mich das Spiel null interessiert und ich habe jetzt schon Doom abgebrochen, weil es mir zu langweilig ist Oder und zu schwer? weil es mich. Ich hab's nicht abgebrochen, weil es zu Ist doch nicht schwer ist. schwer. Nachher war das Radl-Video eigentlich eine Überwindung für dich, also war dir das peinlich, das hochzuladen? Nö, überhaupt nicht. Steht Warum doch sollte einfach. es? Warum sollte es denn? Das ist schon ein bisschen peinlich.
Hier, das ist das Problem mit euch Leuten. So, wisst ihr, ihr macht so, ich sag mal, Späße und verarscht den Rainer. Und dann spricht euch darauf an, sagt ihr so, nee, Rainer war nicht so gemeint. Natürlich war das so gemeint. Steht doch einfach dazu. Ich mach's auch genauso mit Honig. Meine Fresse, passiert doch Was nichts. denn, dass Seid ich doch einfach DDR gesagt habe? ehrlich. Nee, Wo dass ist ihr den er? Rainer, dass man so den Rainer ein bisschen verarschen will. So, steht doch einfach dazu. Meine Güte, wo ist das Problem? Als ob ihr jetzt gleich Es war gebannt nur ein werdet. Witz, Rainer. Es war nicht so gemeint. Ja, Rainer, es tut mir leid. Jetzt beruhigt dich mal. Benehmt euch mal nicht wie Kleinkinder. Ich glaube, es hat eigentlich ein wenig Ja, dann Ärger. kann der Kölsch. Nee, Wie auch ich ist davon immer. nur ernst so. Ich beleidige den Rainer auch und sag nicht, so war nicht ernst gemeint. Ja, beleidigen ist aber so eine Sache. Wenn du mich hier beleidigst, dann fliegst du aus dem Raum, weil es muss nicht sein. Wie dem Und auch sei. daher eine Frage hätte ich noch schnell zu vorhin. Weil du bist vorhin immer durch die Channel gesprungen. Kann es sein, dass du bloß in den Channel bleibst, wenn dir jemand da dich anspricht und dir Komplimente macht und dir positiv zuredet? Weil wenn es nicht um dich geht, dann gehst du immer gleich. Ja, das hat er ja, glaube ich, eben bewiesen, ne? Also ich meine das Gegenteil. Also dann, du warst eben noch nicht hier, oder? Dir Ja, ist schon man muss klar, dir schon ein bisschen den Speer lutschen, ich sonst bin bleibst du in nicht. diesem Raum Nicht nur ein hier ge bisschen. ich bin in diesem Raum hier gewesen und ich bin bestimmt 20 Minuten oder was nur angebrüllt, angeschrien und beleidigt worden. Ich bin Ich in meine diesem davor, am Anfang, da warst du bei uns drin. Ich bin in diesem Raum letzten Endes deswegen geblieben, in diesem Fall jetzt, weil ich mir einfach gedacht habe, nö, ich gehe jetzt nicht raus, weil ich lasse mich jetzt hier nicht, ja, ich mache jetzt einfach, was ich will. Und das Ja, mache aber ich immer so. du musst schon zugeben, Mal, dass du lieber drin bleibst. ich bin manchmal in einem Raum, in dem man sich anständig unterhalten kann. Und ich bin manchmal in einem Raum, in dem die Leute anfangen, mich zu beleidigen. Letzten Endes bin ich in einem Raum, in den ich Lust habe, reinzugehen. Das Ja, aber war's. du musst schon zugeben, dass es dir ein bisschen besser gefällt, wenn man dir ein bisschen den Speer massiert, als wenn man Nicht nur ein irgendwas Du anderes kannst sagt. mir, also zunächst mal, ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, das ist die letzte Warnung, beleidige mich nochmal und du fliegst raus. So, Aber zum Zweiten. ich hab doch jetzt nicht beleidigt. Zunächst mal, du hast mich hier gerade als jemanden hingestellt, der als Prostituierte durchgehen könnte, Bitte was? indem ich jemanden belohne, weil er Was? mir den, wenn ich jemanden belohne oder in dem Sinne jemanden bezahle, wenn er mir meinen Schwanz lutscht und das heißt Schwanz und nicht Speer, dann ist das, letzten Endes, als würde ich jemanden dafür bezahlen oder jemanden für mich bezahlen lassen, wie auch immer. So, und zweitens, und das ist der wichtigere Punkt von dem Ganzen. Ich war, und das sage ich jetzt nochmal, Drogo war vorhin schon da, du kannst ihn gerne fragen, Janice bzw. Krog ist auch vorhin schon da gewesen. Ich bin in diesem Raum prinzipiell nur beleidigt worden. Ja, da war ich auch schon da, ja. Ja, das ist Ja, Drogen. dann frage ich mich letzten Endes, wie du auf diesen Quatsch von wegen kommst, dass ich nur deswegen in diesem Raum geblieben bin, weil mir der sogenannte Speer, also Ah, mein Schwanz, gelutscht wurde. nein, das war ganz andere vorhin. Frage. Wann Da ging bekommt es halt nicht Drogo um den dich und du bist Drachenbaby wieder Rang? raus. Wenn Man ihr hat schon beide das durcheinander Gefühl. redet, fliegt der auch raus, weil es wird hier nicht durcheinander geredet. Das Ja, hatten wir vorhin auch Kösch, schon. mach du erst hübscher. Ja, ich wollte fragen, wann der Drogo mal seinen Drachenbaby-Rang bekommt. Es bekommt niemand Ach, einen Drachenbaby-Rang, weil es keinen warte, Drachenbaby-Rang Drache gibt. Kölsch ist nur mad auf mich, weil ich gesagt habe, dass er gestern einen Schwanz gelutscht hat von Ja, habe ich jemandem. auch. Ja, hast du auch. Und Warum? deswegen Was will er soll jetzt das? noch stehen. Ich will nicht als Prostituierte jetzt hier bezeichnet werden. Hallo, Polizei, Hilfe. Okay, Ja, das gerade reicht. nichts. Ja, der Typ, weißt du, Drache, der Typ, der lernt nicht. Gestern, Ich der weiß. ist einfach behindert. Ich kann den, der nervt mich. Honig weiß, Honig ist korrekt, ne? Aber der Typ, der weiß ich nicht. Sonderschulabschluss. Wobei ich sagen Du. muss, ich glaube, das war nicht einmal der echte Kölsch. Doch, Doch, das war war's. der Es echte. war Doch, der das echte war der Kölsch. echte. Echt? Seine Stimme Ja, kam mir aber irgendwie anders vor. der hat Denn ein es war neues Mikro. Kölsch. Der hat ein neues Mikro. Aber Ich Drache, du weiß, ich musst weiß schon ein halt. bisschen zugeben. Allein die Tatsache, wie er mit mir gesprochen hat, das passt ja nicht zu dem Kölsch, den ich kannte. Weil der Kölsch, den ich kannte, mit dem ich schon mal geredet habe, mit dem konnte man auch anständig reden, ähnlich wie hier mit Drogo gerade. Der wollte dich bloß Ist halt Heuchler. provozieren. Das Rainer. ist halt seine Art, sag ich mal. Das Deswegen hat Problem. er. Oh. Oh, sorry. Ah. Problem ist Wie halt, auch immer. Rainer, man denkt bei dir halt immer, dass man erst, wenn du reinkommst, irgendwas Nettes zu dir sagen muss, dass du überhaupt drin bleibst. Weil wenn es nicht um dich geht, dann bist du mal ganz schnell wieder draußen. Nö, ich gehe einfach in einen anderen. Wenn ich runterkomme, mache ich es prinzipiell im Normalfall, außer in Ausnahmefällen so: Ich komme runter, bin im Raum und meistens werde ich dann direkt angesprochen, wechsle ich schon den Raum.
Außerdem läuft es meistens bei mir so, dass ich mir erst einmal verschiedene Räume anschaue, was in den Räumen so los ist und so weiter. Der Witz ist dabei außerdem, dass ich meistens schon bevor ich runterkomme, das ist jetzt heute nicht der Fall gewesen, aber im Normalfall, bevor ich runterkomme, bin ich bereits im Raum gewesen oder in den verschiedenen Räumen, weil ich mir die ganzen Leute angeschaut habe oder die ganzen Gespräche angeschaut habe. Heißt im Endeffekt eigentlich nur das, ich bin nur deswegen in einem Raum, in dem man angeblich freundlich zu mir ist, weil ich im Vorfeld schon weiß, was da ist und ich mir dann erstmal die Leute schon im Vorfeld angeschaut habe. Ach so, Ja, ja, aber das du musst klingt schon schlau. zugeben, dass es dir irgendwie gefällt, wenn du reinkommst und die Leute dann so irgendwas Nettes zu dir sagen. Nö. Mir ist es völlig egal, ob mich jemand beleidigt, mich jemand freundlich bauchpinselt oder sonst was. Es gibt halt, es gibt halt mega viele, die lästern und dann fangen sie ja Wenn du doch einen an. Moment wartest, dann komme ich mit hoch. Egal. Entschuldigung, was? Es gibt halt mega viele, die lästern und dann, weil das, da verstehe ich ja sogar, was du sagst. Die lästern und dann halt, ja, halt dir nicht zureden. Ich würde es nicht wieder Sperrlutschen sagen, aber ja. Was denn? Wer lutscht Ja, denn halt, zu wessen Speer? ey, sau viele halt, die lästern die ganze Zeit, dann, wenn er reinkommt, dann so, oha, Drache. Da weg oder wie? Eine mathematische Wertung? Ja. Wie auch immer. Ja, also wie gesagt, ich finde die ganze Sache mit einem Speerlutschen völliger Schwachsinn. Ja, das sag Honig. mal zu, Drache, Ho weil. ja, nee, ich finde das generell Schwachsinn, weil Honig und Kölsch haben das anfangs ewig versucht. Und die hatten auch keine Chance. Es gibt kein Speerlutschen. Ich habe noch nie Menschen, abgesehen vielleicht von den Mädels am Anfang einer Zeit lang, vielleicht ja. Ich habe aber abgesehen davon noch nie einen Menschen anders behandelt als einen anderen. Und selbst bei den Mädels mache ich das schon bei weitem nicht mehr. Schon ewig her, dass ich das gemacht habe. Also bestimmt schon ein Dreivierteljahr, ja. Ja, darum geht's Also. doch gar nicht. Das, weißt du, Spellutschen ist einfach nur ein anderes Wort für einschleimen, so im Ja, ich Drachengame. weiß, was damit gemeint ist. Aber ich bin noch nie darauf eingegangen. Du kannst mir so lange, wie du willst, sowas sagen oder so machen. Ich gehe ja nicht darauf ein. Ich reagiere darauf, weder positiv noch negativ. Mir ist es schlichtweg egal, Ja, aber du ob du lenkst die sowas machst. Gespräche schon immer auf dich. Das ist schon so. Du lenkst die Gerade oft eben auf hast du doch dich. negativ darauf reagiert. Ja, und du lenkst immer Gespräche auf dich, wenn welche ganz normal reden, dann sagst du immer so, oh, ja, bei mir war das auch so oder irgendwie sowas halt. Ich habe jetzt kein genaues Beispiel. Aber das musst du schon ein bisschen zugeben. Ich merke das ehrlich gesagt gar nicht groß. Aber um ehrlich zu sein, letzten Endes, Entschuldigung, letzten Endes landen die Gespräche, wenn ich im Raum bin, oft bei mir. Aber nicht, weil ich was sage. Meistens ist der Witz dran. Beispiel, ich war vorhin oben in einem Raum. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach an einem Thumbnail gearbeitet. Und ja, bin ich halt ein paar Mal angesprochen worden, habe gesagt, ja, nö, keine Ahnung. Habe nicht groß darauf reagiert. Und das Erste, was passiert ist, irgendwann ist es recht schnell passiert, dass die Leute gesehen haben, oh, der Drache ist da und erstmal über den Drache. Und dann haben sie die ganze Zeit über mich geredet oder mit mir versucht zu reden über mich. Also, Ja, das ist klar, ja, das ist klar. das geht nicht immer von mir aus. Das geht eigentlich eher selten von mir aus, weil ich letzten Endes mich selber für recht wichtig, sondern recht wertlos halte. Ja, aber Ich das, ich reagiere meine jetzt auf dich eher. nicht groß, weil ich mache einfach mein eigenes Zeug. Und ich lenke auch eigentlich keine Gespräche auf mich, zumindest nicht bewusst. Also, es ist auch nicht, wenn du reinkommst, sondern eher jetzt zum Beispiel, wenn wir zu reden und jetzt fängt irgendjemand ein Thema an, dann kannst halt schon, passiert halt eigentlich die ganze Zeit, dass du dann sowas sagst wie, oh ja, bei mir ist, oder finde ich auch, oder keine Ahnung. Bei den Naja, Mädern ist es auch so. die Sache ist halt die, wenn man über irgendwas redet oder was, dann kann man ja seine eigene Meinung dazu auch äußern. Ja, logisch, Und logisch, aber man hat halt immer das Gefühl. dass ich jetzt in einem großen, vielleicht weil du bei mir einfach mehr darauf achtest als bei einem anderen User. In vielen Fällen ist es bei mir halt einfach so, ich reagiere auf manche Sachen einfach deswegen mit, ah ja, das kenne ich auch, oder mit, ja, das ist bei mir auch so gewesen und so. Einfach deswegen, weil ich nicht bei allen, aber bei vielen teilweise auch einfach ein bisschen älter bin und auch schon ein bisschen mehr Erfahrung in manchen Sachen habe. Und deswegen habe ich halt zu vielen Sachen auch öfter mal zu sagen und versuche auch meine Meinung bzw. meine Erfahrungen da auch ein bisschen mitzuteilen, ja. Ja, das ist ja kein Ding, das meine ich, aber oft ist es auch so, jemand redet irgendwas und dann sagst du einfach irgendwas so, ja, ganz anderes Thema, so, ja, ich muss jetzt heute noch das aufnehmen oder das rendern oder so, das ist auch schon oft Nee, vorgekommen. sowas kommt bestimmt nicht. Sowas sage ich prinzipiell nur dann, wenn Leute zu mir sagen, was hast du denn heute noch vor?
Und so ein Satz kommt eigentlich jedes Mal, wenn ich in den Raum komme, alle zweimal vor, also, oder dreimal, jedes Mal in einem Raum. Weißt du? Also ich lenke auf meine Videos oder so, lenke ich bestimmt nicht, oder auf meine Streams oder so ein Zeug. Das mache ich nur dann, wenn ich danach gefragt werde. Also da Also bin ich mir sicher. Ich habe es auf jeden Fall schon mal, das kann aber auch sein, dass es schon länger her ist, also ich weiß nicht, aber ich habe es auf jeden Fall mal gehört, deswegen habe ich das Ja, wenn es gefragt. ab und zu, es kann schon mal sein, dass da mal ab und zu was dazukommt, weil ich da im Moment, in dem Moment in Gedanken bin. So, es kommt schon mal vor. So ist es ja nicht. Das kommt bei anderen ja auch vor. Wie zum Beispiel, wir unterhalten uns jetzt und plötzlich sagt Rogo, ach Scheiße, ich muss mir noch eine Milch kaufen, oder aufschreiben oder so. Weil er gerade an seiner Einkaufsliste sitzt, als Beispiel. Das ist genau dasselbe. Weißt Ja, du, aber bei dir denkt wenn. man halt irgendwie, weil du hier, also jetzt blöd gesagt, so die bekannte Person auf dem DS bist, denkt man immer, dass dies halt nicht passt, wenn die Leute nicht über dich hier reden, weil es ja eigentlich hier um dich geht. Ja, mache ich dann auf dich den Eindruck, als wäre ich so selbstverliebt, dass ich die ganze Zeit über mich selber reden möchte? Ja, teilweise schon, deswegen frage ich ja. Hä, das stimmt eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Das Thema geht ja auch nur um dich auf diesen TS. Ich wollte gerade sagen, der Drachen-TR ist so. Finde ich aber eigentlich nicht. Ja, ich habe den TS ursprünglich mit dem Ziel gemacht, dass sich die Community im Allgemeinen als solche erstmal untereinander findet und vielleicht auch ein bisschen sich eine Verbundenheit unter der Community entwickelt, dass vielleicht auch mal ein bisschen was Positiveres dabei rumkommt. Außerdem wollte ich damit auch beweisen, beziehungsweise zeigen, dass ich auch anders bin, als ich viel, bei vielen rüberkomme. Ja, Als deine wie ich bei Community vielen. ist ja eh verbunden, halt durch den Hate. Ja, ja, das Problem ist, dass es nicht nur den Hate gibt. Das habe ich gemeint. Es Auf geht dem ja nicht DS nur hier um den Hate. schon. Ja, Nein, doch. nein, nein, Doch, doch, doch. nein. Nein, Also die es gibt meisten, die da genug. drauf kommen, sind irgendwelche Hater Nein, meistens, doch, oder? nein, doch, nein, doch. Also Nein, nicht, es gibt Leute. genug, Leute, die hier drauf sind, die hier ganz normal reden oder so. Wir haben auch genug Leute schon hier auf dem TS, die auch einen Rang haben oder auch einen Rang deswegen haben, weil sie halt keine Hater sind oder mit Hatern nichts zu tun haben wollen. Die machen einfach ihr eigenes Ding. Viele von denen sind einfach nur da und zocken miteinander oder so. Gibt's genug Leute. Ja, aber warum kommen die Leute mit Rang nie in die Räume nach unten rein? Ja, Was weil denkst du? natürlich, Was ja, denkst du? weil da die Haters sind, richtig. Ja, Richtig, und das ist genau der Punkt. da hast du deine Frage doch schon selber beantwortet. Da gibt es ja keine positiven, dann sind unten ja nur die Hater. Nee, Ach Mensch, es ging nicht echt. um, es ging nicht um unten. Es ging darum, dass hier auf dem TS auch User sind, die hier nicht nur Dings sind. Es ging nicht darum, ob oben oder unten. Es ging nur darum, dass welche da sind. Aber eigentlich ist es schon so, dass halt meisten sich gut verstehen, weil sie dich halt nicht mögen. Ja, das Problem ist an der Stelle aber auch, dass selbst das nicht stimmt. Es gibt genug Hater, die sich gegenseitig zerfleischen. Ja, woher willst du es denn wissen? Bestes Beispiel ist Kölsch und Red TV. Die beiden haben sich auch gegenseitig versucht zu zerfleischen. Also ich muss Gut, zu Kölsch hat Kölsch muss ich gewonnen. sagen, Das dass ist nie Kölsch geworden. ein primitives Sch Alter. Tut mir leid, aber der Junge, Bist immer der. abgehakt, du warst lizenziert im Prinzip. Ich hab gesagt, dass Kölsch ein primitives Stück irgendwas ist. Ja. Ja, auf jeden Da, Fall. weil der Typ, der rafft, der kann nur beleidigen und nur Scheiße labern. Und wenn du dann irgendwie drauf reagierst, dann heißt es direkt triggern, ach, der ist ein bisschen behindert, ist der. Also. Ja. Das Ding ist Das ja, dass sich die Leute hier einfach triggern lassen, das ist halt einfach so. Weil hier so Möchtegern-Trolle unterwegs sind. Ja, es gibt aber wie gesagt auch einige Leute, die halt eben hier nicht triggern oder die halt einfach ihr eigenes Zeug machen. Haben wir im Laufe der Zeit immer mehr gehabt. Es gibt nicht mehr Aber so die haben viele. Schwerte hier, Drache, die haben schwer hier. Natürlich, aber deswegen gibt es ja auch die Privaträume, die man sich selbst machen kann. Und ja, man muss sich halt selber ein bisschen eine kleine Gemeinschaft aufbauen. Hier auf dem TS. Das ist nicht so einfach, das ist mir klar. Aber es ist möglich. Und den Fall hatten wir ja schon in mehreren Hinsichten. Also es gibt mehr als eine Person oben, die einen Rang hat, die ursprünglich eben einfach hier unten war, genau wie ihr jetzt auch, und die einfach keinen Scheiß gebaut haben oder sich von dem Scheiß ferngehalten haben und miteinander angefangen haben rumzuzocken oder irgendwas miteinander zu machen und so weiter oder einfach sich das den ganzen Tag einfach zurückgezogen haben und einfach so ihr Ding durchgezogen haben. Die Baumann zum waren dann aber Beispiel, meistens in so einzelnen Räumen, oder? auch nicht immer. Baumann zum Beispiel oder so, Baumann, Cola, Yoshi, Artemis. Da denkst du, dass sie dich nicht hätten? Diese ganzen Leute, die sagen mir auch ihre Meinung. Der Unterschied zwischen euch und denen ist nur, dass sie mir das ins Gesicht sagen. Ja, wie Euch, soll man sie Drache. denn ins Gesicht Abgesehen, sagen? naja, sie sagen mir halt, wenn ihnen irgendwas nicht passt oder nicht Ja, passt.
man das dir hier sagt, dann bist du immer direkt so angegriffen. Ja, Man hat dann das wird man Gefühl, man kann dir gebannt, gar nichts ne? sagen. Viele Man haben Angst vor dem Bann, hat so. Angst, gebannt zu werden, wenn man die Kritik äußert, deswegen sagt dir auch Okay. keiner was. Drogo hat mich vorhin unter anderem auch beleidigt, als die anderen mich hier beleidigt haben. Ist er Ich gebannt? habe nur Be gesagt. beleidigen ist keine Gebannt? Kritik. Beleidigen ist keine Kritik. Wenn... Ja, aber er hat auch mehr als einmal Kritik hier Kritik. geäußert. Ich Ist bin er gerade erst rein, geflogen? kann ich nicht so sagen. Ich habe nur meine Meinung verdeutlicht, ja. Also, ich Ja, bin nun so mal oder so ein Typ. so. Ich bin nun mal ein Typ, der oft seine Meinung mit Schimpfworten verdeutlicht. Ja, aber so oder so bist ja auch nicht geflogen. Ja, bin ich auch nicht. Also von Wir haben daher. auch ein vernünftiges Gespräch geführt. Ich habe dir gesagt, was meine Meinung war und wir haben, ja, was soll Aber ich hier ist dazu halt sagen? wie, hier ist wie auf Nordkorea, du, so das mit dem Speerlutschen, so sage ich einfach so, du denkst direkt, ich bezeichne dich als Prostituierte und werde gebannt. So. Bist du gebannt worden? Nein, aber du hast damit gedroht. Das ist schon so. Hey, Ich hab Kick, Oga. dir damit gedroht, dass ich dich banne. Das wäre mir nämlich neu. Ja, oder nicht? Du hast gesagt, das ist die letzte Verwarnung. Ja, und Das ist dann die letzte fliegst du. Verwarnung, aber das, nur, dass du aus dem Raum fliegst, nicht, dass du Achso. gebannt wirst. Ja, aber es ist ja trotzdem Weil. irgendwie eine Art von Zensur. Wie, was ist daran so schlimm, wenn ich sage Das hat nichts mit Speerlutschen? Zensur zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass du hier anfängst zu beleidigen. Aber das war doch nicht das Beleid. Also das ist jetzt schon ein bisschen weit hergegriffen. Ich habe Das bloß ist nicht Speerlutschen weit gesagt. hergegriffen. Es ist aber ein Ausdruck, den Hater verwenden, um mir damit zu zeigen, dass sie sich über mich lustig machen oder dass sie generell versuchen, mich zu beleidigen. Ja, Punkt. ich mache mich eher über die Leute lustig, die das machen, bei dir sich so einschleimen. Ich habe in dem Moment habe ich mich nicht über dich lustig gemacht. Deswegen, weil du fühlst dich halt immer so schnell angegriffen von allem und deswegen gerade bei mir Angst, was zu sagen. Glaub mir, über den Fall, dass ich mich angegriffen fühle, bin ich schon bei weitem hinaus. Ja, und wieso sagst du dann direkt, ich flieg raus? Weil du hier rum beleidigst, meiner Ansicht nach. Das hat aber nichts mit, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich angegriffen fühle. Ich finde einfach, man kann so Sachen wie Spätlutsch und so weiter, das kann man auch anders ausdrücken, höflich ausdrücken. Und man muss ihn jetzt so einen Mist in den Mund nehmen. Ja, wir sind Und doch wir haben hier uns auf jetzt keinem. und wir haben uns jetzt hier in dem Raum die ganze Zeit anständig unterhalten können. Ja, fast, ne? Aber wir Fast. sind doch hier auf keinem katholischen Server, man würde doch wohl sowas mal sagen dürfen. Ja, deswegen, also ich hab's ja auch eben gesagt, ne? Also was habe ich gesagt? Dass dein Arsch den Sattel frisst. So, das ist auch nur die Verdeutlichung von irgendwas gewesen. Das soll ja nicht direkt eine Beleidigung sein. Da kann Drache genauso sagen, du stotterst wie ein Idiot, Alter, oder so. Nehme ich dann doch auch nicht für voll. Ja. Die Sache ist halt, wenn man Hater-Begriffe benutzt, muss man halt auch mit entsprechender Situation rechnen. Ja, dann kannst du ja alle hier rausbannen. Ich banne niemanden. Na, ich halt rauskicken. Ja, das stimmt. In letzter Zeit wurde er nicht mehr gebannt. Aber mein, vor ein paar Monaten wären wir da halt instant permabannen. Ne? Ja, man hat halt immer noch Angst, Ja, aber was vor ein gekickt und paar gebannt Monaten, zu werden. weißt du, diese TS-Scheiße und so, die ist vergänglich. So diese alten Videokacke und so von Drache, die ist vergänglich, weil die immer wieder aufgefrischt Ja, man hat werden. trotzdem noch Angst, hier sich zu äußern. Das ist einfach so. Nee, vor ein paar Monaten wurde da auch noch ganze noch. Naja, wobei, das ist jetzt schon wirklich länger her, als ganze Räume noch gebannt wurde, aber trotzdem. Also, da hat sich schon einiges verändert, muss man sagen. Wird sich auch weiterhin noch einiges verändern. Aber Leute, ich bin jetzt echt mal weg, weil ich will die Folge zu Jo. Ende schauen und dann will ich mal langsam Nein. pennen gehen. Ja, und ich muss auch schon um 10 Was wieder schaust du raus. denn? Oder um spätestens 11:30 muss ich wieder Ich raus. habe auch einen neuen Ja, Termin. dann guten Nacht. Ich bin extra ein bisschen wach Deswegen. geblieben, Mann. Bis die Tage, Gut, Drache. was Ich dachte, schaust du du machst denn? durch. Ich schaue Dragons Aufstieg von Berg. Nicht Aufstieg von Berg, Dragons zu neuen Ufern. Weil demnächst die neue Staffel rauskommt. Am Läuft das auf 16. Netflix oder wo kann man das Okay, schade, gucken? ich bin Auf echt Netflix enttäuscht. schaue ich das jetzt in dem Fall, ja. Ah, okay, korrekt. Das ist im Gekauft Prinzip oder Drachen illegal? zähmen. Was? Netflix? Ja, gekauft oder Das ist. illegal? Die gekaufte illegal. Das Wie ist kann man das illegal Netflix. haben? Ja, doch, kann man Was? auch illegal holen. Kann Ich man weiß nur, dass so alles, aber ich 50 mach das Leute in nicht. meinem Account rumhängen, das ist aber auch nicht illegal, weil ich bezahle den ja. Geht aber auch nicht, glaube ich. Es gehen nur 5 Leute, glaube ich, maximal. Ja, also es haben Also ich habe 50 auch Leute das. die Zugangsdaten. Ich glaube, nur 4 können gleichzeitig gucken oder so, irgendwie sowas. Ja, Aber also ich Netflix habe wollen halt. kann gerade auch WoW holen. Also ich habe halt auch den Max-Account. Ich kann halt auch bis zu 5 Leute zuschauen lassen. Na gut, wie dem auch sei. Ich bedanke Ja, mich auf pass jeden Fall auf. mal und haut rein. Schönen Kommst du Abend heute auch noch. nochmal? Pass auf, Drache. Bis Heute weiß ich noch zum nicht. nächsten Mal, Drache, ne? Wir unterhalten uns dann nochmal. Alles klar. Zieh das mit den Radl-Videos durch, sag ich dir. Ja, auf jeden. Ja, Ja, würde eh jo. nicht passieren, aber. Nee. Schauen wir mal, was passiert. Also, tschö. Ciao. Ade. Bis dann, Ade. Mädel off.